So, und damit hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode Night of the Dead. Ich hatte jetzt leider nicht wirklich Zeit, da irgendwelche Umbaumaßnahmen bezüglich der Arschis zu machen, die hier ständig hochgerannt kommen. Ich musste nämlich dringendst angeln, weil ich nichts mehr zum Futtern hatte. Das war nicht ganz so cool. Wo wir gerade schon davon reden. Ja, mit so einem etwas größeren Balken fühle ich mich dann doch etwas wohler. Kacke, wir haben schon 23 Uhr. Wir müssen noch hier die Dingsbums, na sag an, hier den Generator laufen lassen. Damit die Batterien hier noch flott laden. Giants hatten wir ja beim letzten Mal mit dabei. Ergo brauchen wir die beiden Schmuckis hier nicht. Katapulte können wir dann auch rauslassen. Wir lassen nur hier die Fallengeschichte laufen. Eine Sache würde ich allerdings noch schnell machen wollen. Oh, jetzt geht's los. Immer diese Hals-über-Kopf-Geschichten. So, dies, das, jenes, Ananas. Und zwar will ich hier wenigstens ein paar Ballistas aufbauen. Shit, was war das noch? Nägelseilplatte. Dass die vielleicht auch noch irgendwie aufhalten oder so. Vielleicht ist das ja das letzte bisschen, was fehlt. Man weiß es ja nicht. Und dann bauen wir auch. Dafür brauchen wir dann auch Eisenbarren. Die nehme ich jetzt auch schon mal raus. Die verstärkten Bolzen, also nicht die einfachen, sondern schon die stärkeren. Ich nehme immer noch mal mehr. Wo war das denn? Nein, hier nicht. Abgegradeter Ballistenbolzen. Das sind auch wieder 10 Stück immer. Ach komm, wir machen sie jetzt alle. Sei es drauf. So, und dann stellen wir nämlich auf jeden Fall ach, wie machen wir das denn? Oh. Scheiße! Geht nicht. Mal gucken, ob das auch so geht. Nee. Doch, doch, irgendwie, eben ging's. Eben ging's! Da! Hat er eine im Lauf. So, und dann donnert das Ding nämlich, hoffe ich, nicht darunter. So. Wir könnten aber, ich meine, ich laufe jetzt selten hier außen lang. Ach komm, was soll's. Können wir die hier noch irgendwo? Oder hier aufs Ge Ja, Entschuldigung! Himmels Willen. Ha! Dahin. So. Und komm, drauf geschissen. Ich hoffe, der zielt nicht hier runter. Den stellen wir hier hin. Bin mir nicht mehr sicher, waren die Dinger noch so schlau, dass sie nicht durch Wände schießen wollten? War das so oder eher nicht so? Was ist denn da unten los? Jetzt steppt ja schon wieder der Bär. Doch, sie zielt runter. Nee, sie zielt nicht runter. Sie zielt doch runter. Okay, das ist jetzt semi-geil. Alle nehmen. Okay, wisst ihr was? Vielleicht reichen die ja. Was soll's. So, Katapulte lassen wir aus, haben wir gesagt. Wir machen den Plasmaschocker an. Die Raketenwerfer bleiben aus. Die Flammis kommen an. Und die Fallenanlage kommt an. Doch Kacke, warum zählt denn das Ding da runter?
finde ich jetzt gar nicht so cool. Uah. Oh Gott, hab ich. Oh mein Gott, ich hab die. Ah! No! Ich hab da was vergessen. Ach, jetzt fängt natürlich schon das. Scheiße, das Gelecke an. Das ist jetzt natürlich wieder. Ups. Mal gucken, vielleicht reicht's ja. Ich hab die Munition von den Dingern vergessen. Wir nehmen mal die Hälfte hier raus. Ach. Wird halt echt nichts reißen, ne? Ich sag's, wie es ist. Ach, das kotzt mich jetzt schon wieder an. Nur ich habe ehrlich gesagt keine Lust, bei den FPS-Drops hier dann rumzulaufen. Großartig. Sonst müsste ich ja jetzt noch was craften. Das geht mir so auf den Sack. Ich will nicht mehr. Diese Drops gehen mir einfach so unglaublich hart auf den Sack. Das ist doch scheiße. Aber ich kapiere echt nicht, warum. Es ging doch all die Zeit. Und dann kam ein einziges Update. Ein Update. Ich weiß noch nicht mal mehr genau, welches es war. Und da fing es an. Die Performance, die hat so darunter gelitten. Wie, die sind schon durch. Reicht's? Nein, es reicht nicht. Ich könnte kotzen, ey. Ich könnte so kotzen. Okay, ich glaube, bevor wir dann... Ich habe noch was vergessen. Das Rebellionssturmgewehr. Dammit. Da wollte ich ja gucken, ob ich während der Horde hier so den ein oder anderen Headshot verpassen kann. Ja, aber das Problem ist halt eben bei den Drops. Wie soll ich da auf irgendwas zielen? Das leckt ja alles nur noch hier. Und gerade bei so einem, welcher Kopf zählt denn? Oder beide? Wie? Da ging was kaputt. Hat man gerade gehört. Ach. Sache, jetzt während der laufenden Horde mit den ganzen Drops. Oh mein Gott, die Autos sind wieder da. Der Respawn ist durch. Die Goldminen können wieder gelootet werden. Wupp, wupp. Entschuldigung. Ja gut, dann hat sich das jetzt gerade mein Plan wieder in Luft aufgelöst. Nämlich, ich wollte dann eigentlich die Nebenquests weitermachen, wenn die Horde hier vorbei ist. Aber aufgrund der Tatsache, dass der Respawn hier durch ist und dass ich noch so ein paar Sachen machen muss. Ist es ein Kopf? Fliegt der echt gerade im Kopf? Ich kann das alles nicht mehr. Genau. Werde ich dann, wenn die Horde hier vorbei ist, den Ingame-Tag damit verbringen, erstmal die Goldmine wieder zu looten. Damit es da weiter vorangeht mit diesen scheiß Goldbarren. Und dann gucke ich, wie ich hier bauliche Maßnahmen umsetzen kann. Eventuell. Also mir würde tatsächlich jetzt nur einfallen, dass ich da noch was dazu baue.
Und das dann halt eben nur aus den Falltüren besteht. Nochmal so eine Stegerweiterung irgendwie. Jo. Irgendwie sowas. Weil eine Falltür wird nicht reichen. Da rennt dann einer drüber. Oder einer fällt runter. Und der nächste rennt dann drüber durch, weil das Ding auch so eine Art Cooldown hat. Kann man das so nennen? Cooldown? Also da müssen schon mehrere hin, sonst hat das keinen Sinn. Und dann kommen da unten natürlich noch mehr Fallen dann hin. Ah ja, ich muss mir das in Ruhe überlegen. Und ich glaube, mir beim Grübeln zuzuschauen ist jetzt auch nicht allzu interessant. Deswegen wird es außerhalb der Aufnahme stattfinden. Knall's ab! Sache, die brauchen nicht mehr viel. Die kriegen schon, also die haben schon ordentlich Damage dann gefressen. Viel ist nicht mehr nötig. Oh oh. Da muss ich jetzt auch erstmal gucken, inwieweit ich hier jetzt vorankomme. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, das wird jetzt die Nummer 83 werden hier. Das heißt, die geht am 9. hoch. Und heute ist der 3. Muss ich noch was machen oder reicht das hier aus? Ja, Vorlauf habe ich nicht mehr so wirklich. Höchstens eine Woche. Weil ich ja, wie gesagt, nur einmal die Woche noch hier Zeit habe, irgendwas zu machen. Nee, nee. Ihr geht mir was auf den Sack, ihr. Boah. Ey, der hat eine Hitbox, die ist jenseits von gut und böse, ne? Ja, ich schieb das jetzt mal auf die Drops. Ich möchte auch nochmal anmerken, dass mein kleines Buttermesser hier auch weitestgehend kaputt ist. Es hat also nicht mehr die... Also es teilt nicht mehr den vollen Damage aus. Also Schaden hatten das normalerweise. 72. So, aber es ist halt eben auch schon, wie man sieht, ziemlich kaputt. Ja.
Ne? One shot. Oh, kann ich mal richtig hinsetzen. Jo. Da kommen 3 Granaten hochgeworfen, ey. Hast du gerade vorbeigezielt? Nee, du hast gar nicht geschossen. Oder stellt doch noch einen Plasma-Schocker auf. Könnte ich auch wieder so eine Elementarschaltung? Nee. Die Elementarschaltung, die ist ja schon da. Vielleicht doch noch einen zweiten Plasma-Schocker. Oh, leck, 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 leck. Ach, das kommt schon, das ist doch scheiße. Da. Ich denke, ich mache das wirklich so. Bevor ich hier wieder anfange, irgendwas umzubauen, stelle ich noch einen Plasma-Schocker auf. Und den stelle ich dann. Hallo! Mann! Na, vielleicht unterhalb von der Treppe. Also, wo die Treppe da nach oben geht, vielleicht stelle ich ihn dahin. Ich könnte doch theoretischerweise dahin, da auf den Boden stellen. Da muss er nicht irgendwie hier so weit oben stehen, so wie da. Das habe ich ja nur gemacht, dass die Zombies da nicht dran können und ihn mir irgendwie kaputt schlagen können. Aber da hinten kannst du ihn ja eigentlich auf den Boden stellen. Oder hier oben. Ach, guck mal, so einer ist auch wieder durch. Ja, hallo. Hallo. Nee, oh Gott, das Elementarteil, das ist für den Generator. Ja, moin. Da kommt halt eben hier noch eine Elementarschaltung hin. Da geht das eine Kabel zu dem Plasmaschocker da runter. Und das andere zu dem, ja, entweder hier oben oder da unten. Mal gucken, wo. Uah.
Gut gezielt. Jo. Schlaf. Leute, es wird hell, Feierabend, geht nach Hause. Moin. Kommen wir immer noch. Man merkt genau, wenn die FPS wieder hochgehen. Der Hammer. Okay, die können wir abreißen, würde ich mal sagen. Ist echt jemand hier drüben verreckt? What the fuck?
Ups. Na gut. Also, mit den Dingen hat es also nicht so geklappt, wie ich mir das dachte. Scheiß auf die Bolzen. Hallo, danke. Schade, schade, Schokolade. Naja, aber it is what it is. So, jetzt müssen wir aber nochmal die Katapulte kurz anmachen. Den Rest können wir schon mal ausmachen, dass ich da die Batterien warte oder eher neu laden. Jetzt müssen wir erstmal die Drohnen fliegen. Catching. Fliegt. Ich wollte gerade sagen, flieg. Autsch. Aber ich glaube, das mache ich wieder so. Mit den Autos. Also, dass ich jetzt erstmal wieder, wie gesagt, die Goldminen platt mache. Und danach mache ich dann die Autos wieder platt. Und dann habe ich so einen Anhaltspunkt. Wann ich die wieder, wann die wieder lootbar sind. Aua! Aua! Ich komm hier nicht hoch, verdammte Scheiße, Mann! Verpiss dich. Ich häng hier fest, ne? Alter. Ah, das ist schon wieder noch, das ist noch so ein Skorpion. Ich dreh am Rad. Oh, der Flammi ist leer. Ach, leck mich doch. Genau, geh da hoch. Ich komme dir mal entgegen. Wo habt ihr denn so lange gesteckt? Meine Güte. Oh. Habe ich mich eben von der scheiß Drohne erschrocken, Mann! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn heute los? Ihr macht das schon. Gott, siehst du hässlich aus mit deiner freiliegenden Wirbelsäule. Widerlich. So. Ja, also meine Idee ist, den Plasmaschocker irgendwie hier. Also entweder hier oder ich mache hier oben eine kleine Erweiterung hin und baue den hier hin. Ach, mal schauen.
Das entscheide ich dann spontan. Aber nicht zu spontan. Also so knapp wie heute wollte ich es jetzt eigentlich nicht nochmal machen. Hallo. Hast du einen Job für mich oder? Die Kiste hängt noch dran. Ich krieg einen Drop. Oha. Ja, Mensch. Geil. Gut. Kurz Planänderung. Also, ich verarbeite das komplette Forschungsmaterial aktuell immer zu diesen Lernpapier-Päckchen, Paketen, wie auch immer. Tralala. Wie auch immer, genau. So. Weil, auch wenn es nicht viel ist, aber sie bringen ein paar Münzchen bei der Bank. Und man nimmt, was man kriegen kann, ne? So, du kommst da rein. Schmeißen wir den ganzen Schmuh hier schnell raus. Verzeihung. Habe ich doch. Ne, Sprit habe ich keine einstecken. Ne, okay. Ditto. Keine Seile mehr? Ne, sonst keine Seile mehr. So, jetzt haben wir dann noch Stoff. Der ist voll. Ups, das war Lärm. Forschungsmaterial. Nägel. Platte. Stück Eisen. Schießpulver dahin. Und das legen wir erst nochmal jetzt. Ey. Oh, hier wäre noch was gewesen. Egal. So, und dann haben wir Safe noch. Ja, hier haben wir ein bisschen was. Heben wir alles erst nochmal auf, falls wir das für die Nebenquests irgendwie noch benötigen. Und damit wären wir durch. So, ich repariere jetzt aber erst nochmal ganz flott. Habe ich hier irgendwas drinnen? Nein, habe ich natürlich nicht. Das ist ja ganz klar. Mechanische Ausrüstung. Ach, Kacke. Ach komm, noch mal drei. Reparieren wir die auch noch mal. Die Lederrüstung und die Lederhandschuhe. So. Ja. Und dann schauen wir mal, was da beim Airdrop auf uns wartet. Ja. Hier, mal kann ich da drüber fahren und mal nicht. Das ist doch kacke. Das ist fast wieder dieselbe Stelle wie beim letzten Mal, hm? Wow. Ist es im Mallgelände oder außerhalb? Nee, müsste außerhalb sein. Ja. Uiuiuiui. Entschuldigung. Hi. Ja, ihr habt gesehen, dass hier was runtergekommen ist, ne? Also musstet ihr gleich gucken kommen. Hals, Maul. Shut the fuck up.
Nee, schon wieder so ein scheiß Skorpion. Ah, noch einer. Eklig. So, was haben wir denn hier Feines? Stuff, 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 stuff. Ja. Wunderprächtig. Vielen Dank auch. Soldier, have you ever seen a fierce fight between a dog and a bull? Nein. A bulldog, as the name implies, is a creature that ferociously bites its enemies. Although it has a short effective attack range, its attack is intense. This one will instill fear in your enemies in your hands. Der will von mir, dass ich eine Bulldog nehme, hm? Ja, da, da. Na, guck mal, jetzt tun sich doch noch so ein paar Sachen auf. Und alles nur, weil ich jetzt gerade die Airdrop-Kiste... what the fuck? Angreifen, Rückschlag. Was für ein Rückschlag? Ich meine, das... Nee, Rückschlag... ich kenne Rückstoß bei Gewehren oder sowas. Aber Rückschlag? Keine Ahnung, was der mir damit sagen will. Na gut. Ich werde jetzt aber erstmal den ganzen Kinderbus nach Hause bringen. Und dann werde ich in die Goldminen fahren oder zu den Goldminen fahren. Werd da wieder schön brav looten, was das Zeug hält. Und wir kommen den verdammten 250 Goldbarren immer näher. Oh Gott, ich bin so froh, wenn ich das durch habe. Alter Schwede. So. Dann bedanke ich mich aber recht herzlich fürs Zuschauen bei der heutigen Horde. Und ich denke mal eher... Warum habe ich jetzt noch was einstecken? Egal. Die nächste Episode wird dann auch erst eine Horde werden. Weil ich halt eben... Ja, jetzt erstmal... Ja, wie gesagt, in die Goldminen fahre. Und weiß nicht, inwieweit ich hier vorankomme. Und ja. Genau. Also ich denke, die nächste Episode ist dann auch wieder eine Horde. Und dann schauen wir weiter... dass wir mit den Nebenquests durchkommen, mit diesem ganzen Schmuder. So, dann nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.